Moin, liebe Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ungezielt angespielt. Das ist jetzt der dritte Versuch, eine weitere Folge aufzunehmen. Die anderen Versuche, die waren noch schlimmer als die letzte Folge. Also ich habe einfach kein Spiel gefunden, was irgendwie spielbar war. Und als ich ein Spiel gefunden habe, war es nicht kompatibel mit OBS. Das heißt, ich konnte es nicht aufnehmen. Ich probiere es jetzt doch mal. Wenn das auch wieder nicht funktioniert, dann war es das eben. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich klicke auf das Cover. Erstes Spiel, komm, hau raus jetzt hier. Dino Nest. Dino Nest Survival. Start your life as a Dino. Okay. Guck mal kurz in den Trailer rein. Ein Dino schlüpft. Dino has been born, okay. Sieht aus wie ein Idle-Game. Da schlüpfen sie alle. Sind das Raptoren oder was? Aha. Ja, ich guck mal kurz bei Steam. Immerhin wird das wahrscheinlich nicht so teuer sein. So. Dino Nest. Oh, 4,83 €. Early Access Spiel, okay. Leute, das ist Premiere, oder? Ist das Premiere? Dass es beim ersten Mal funktioniert hat? Ich kaufe dieses Spiel gerade. Das kann ich gar nicht verarbeiten gerade. Aber gut, ich installiere es. Dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. So, liebe Leute. Da sind wir auch schon. Wir starten ein neues Spiel. Okay, wir haben nur den Velociraptor zur Verfügung. Okay. Survival Scenarios, start your own pack oder random pre-made pack. Machen random, ne? Keine Ahnung. Are you sure you want to start? Start. So. Wie geht's jetzt hier voran? Das ist unser Haupttyp, Deadly, Dino 3 und Dino 2. Gut, Dig Out Cave. Click to Dig Out Cave Tunnel. Ja, machen wir mal, ne? Jetzt bauen wir eine schöne Höhle. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Leaf Storage. 20 von 20 Blätter. Wir haben ein Bett. Dafür brauchen wir 10 Blätter, okay. Hatchery, das Nest und die Meat Storage, 31 von 10. Click on Cave Entrance. Assign Dino to be Lookout. Ja, dann guckt euch mal um, ne? Was macht er jetzt? Er guckt einfach nur. Okay, dann müssen wir 20 Blätter sammeln. Ja, du kannst auch erstmal deine Lebenspunkte füllen. Und du suchst mal ein paar Blätter. Und du auch. Tag 2. Da war auf einmal so viel. 16 Blätter haben wir. Was passiert, wenn diese Anzeige auf 100% ist? Kommt dann der T-Rex an oder was? Okay, Complete Hatchery, dann senden wir da noch 10 Blätter zu. Hatchery Complete, und jetzt müssen wir hier Eier legen. Wird alles schön erklärt, 10 Fleisch kostet das. Machen wir. Prepare Meat for your Hatchlings. 20 Meat. Wir haben noch 21, ne? Was ist da denn? Eine Riesenschnecke? Wie finden wir denn Fleisch? Geht das nicht auch durch dieses Scavenge? Eigentlich schon, ne? Hier können wir aufbauen. Send Dino out to scavenge leaves, meat and water. Gut, dann lassen wir sie erstmal schlüpfen hier. 10, 20. Ja, geil, Tag 3. Feature Hatchlings. Geht nicht, weil ich nur ein Fleisch habe. Liebe Leute, ich habe nur ein Fleisch.
1. Ihr müsst Fleisch suchen. Lookout Rest Profile. Event. There was a fight over food. Aha. Plus 10. Ich verstehe das Spiel noch nicht so ganz. Da muss er ja offenbar seine Dino-Familie erweitern. Aber ich finde kein Fleisch. Meine Leute haben Hunger. Meine Baby-Dinosaurier haben Hunger. Aber ich finde ja nur Blätter und nichts. Ja, Maximum Leaf Cap. Ich weiß. Ich brauche Fleisch. Gibt mir Fleisch. Meine Dinos werden verhungern. Kann ich nicht noch irgendwas anderes machen? Out for danger, nee. Oh, ich werde attackiert. Nee. Dann verstecke ich mich mal schön. Das kann ich angehen. Oh, da kommt was Großes auf uns zu. Was mache ich denn falsch? Mit den Blättern kann ich nichts anfangen. Ich kann ja auch nichts anderes machen. Ich tagge einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay, das läuft alle. Hat er gerade... Er ist gerade alle drei getötet. 5 Punkte. Okay. Neues Spiel. Wie kriegt man denn Fleisch, verdammte Axt? Ja, Skip, komm. 50 Fleisch haben wir. Die ersten Aufgaben sind einfach. Das Blätterbett bauen. Hand. Okay. Einer macht Lookout. Und die anderen beiden Scavenge. Sammeln wir erstmal die 20 Blätter. Und dann probieren wir gleich mal hier dieses Hunt Drink aus. Vielleicht ist das ja der Punkt, den wir brauchen. Okay, Complete Hatchery. Machen wir. 10 Blätter hinzufügen. Dann legen wir hier Eier. Prepare Meat. Ja. 10, 20. Jetzt haben wir immer noch 20 Fleisch. Haben wir dieses Mal mehr als letzte Runde. Kann das sein? Und jetzt machen wir mal Hand. Ah, okay. Move to. Wo bin ich denn? Sollen wir zum Beach? Ne, da sind wir. Gehen wir mal zum Beach. New Discovery. Hier. Da müssen wir hin. Continue. Hunt Party. Ja, nu? Ach so, okay. Jetzt sind wir hier. Go home? Nein. Go to water? Wir haben noch aktuell nicht so viel Durst, aber wir müssen hunten. Exploren. Wir hunten. Wir sind Velociraptoren. Wir müssen hunten. Ambush. Ne, wir machen hier Track. Attack oder flankieren, wenn wir flankieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.
Dann bin ich ganz ehrlich. Wir flankieren nochmal. Hier passiert irgendwie auch, obwohl das so ein einfaches Spiel ist, passiert ja so viel auf dem Bildschirm. Ich weiß gar nicht, worauf ich alles gucken soll. Ich weiß auch nicht, ob wir schon irgendwie was gefunden haben. Hier die Lebenspunkte. Wir müssen mal so lange hier ein bisschen Fleisch sammeln. Oh, haben wir es geschafft? Oh, der macht uns doch bestimmt auch wieder fertig, oder? Okay, das kann auch nicht das Ziel gewesen sein. Machen wir das nochmal. Jetzt haben wir nur 43 Fleisch. Hä? Ach, wir haben auch Kinetics-Punkte. Okay, 6 Punkte haben wir. Bisschen langsamen Hunger. Ja, ich mach die einfach mal alle so ein bisschen hier. Okay, click on the cave entrance. Look out. Du heilst dich erstmal. Und du danach. So, du sammelst schon mal Blätter. Und du auch. Es ist komisch, dass das alles Schritt für Schritt erklärt wird. Aber sobald man Fleisch sammeln soll, hören die Dinge auf. So, jetzt müssen wir das Nest erweitern. Und Eier legen. So. Und die Eier schlüpfen lassen. Ja, feed your hatchlings. Wie? Hier können wir aufhören zu scavengen. Das muss doch in der Jagd sein, oder nicht? Gut, ich kann die jetzt gern füttern. Zack. Plus 10. Was ist das jetzt? Einer ist erwachsen geworden. Und 6. Habe ich 6 Bibidinos verloren? Okay. Jetzt habe ich 9. Ja. Da ist er. Dino 42. Reach 5 Pack Members to dig out cave. Das heißt, wir müssen hier wieder Eier legen. Hier können wir alles scavengen. Wir müssen jetzt wieder Eier legen und dann wieder ausbrüten, damit wir mit 5 Dinosauriern die nächste Cave haben. Problem dabei ist dann nur, dass ich wieder keine Ahnung habe, wie wir Fleisch sammeln. So, 10 Meat geht nicht. Nicht genügend Fleisch. Stop Scavenge. Wenn ich jetzt mit meinen 4 Dinos auf die Jagd gehe. Das muss. Ich kann da nichts anderes machen. Handparty. Boah, hier grillt jemand. Ja, dann ein Party mal hier ab. Jetzt haben wir schon 4 Leute. Wir müssen uns erstmal verstecken. Ne, erstmal verstecken. Da haben wir aber nichts gefunden. Denn erkunden wir jetzt. Can be very dangerous. Das kann alles gefährlich sein. Aber wir müssen ja
mal ein bisschen Fleisch sammeln. Hat er es jetzt gemacht? Handparty. Ich kann hier nichts anklicken. Verstehe ich nicht. Machen wir nochmal verstecken. Da vergeht halt nur Zeit. Und versuchen wir was zu trinken. Okay, das hat geklappt. Ich muss jagen. Da. Kadaver. Claim. Oh. Aber er ist schon fast tot. Bringt mir aber nichts, weil ich jetzt schon wieder verliere. Aber vielleicht überlebt er das. Was ist das für ein Scheißspiel? 4 Punkte. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das muss doch schaffbar sein, so ein bisschen Fleisch zu sammeln. Oder? Bin ich bescheuert? Jetzt haben wir 51 Fleisch. Jetzt kann ich dir auch 20... Kommst du daher? Jetzt kann ich dir 20 Fleisch geben. So, somit haben 2 überlebt. Zahnlos. Aha. Macht nichts. Wir haben jetzt 5. In diesen 5 können wir die nächste Cave ausgraben. Und das ist schon mal weiter als vorher. Vielleicht gibt es hier irgendwas anderes. Irgendwelche anderen Optionen. Okay. Soll das Menü öffnen? Habe ich gemacht. Open Alpha Menü. Okay, das ist mein Alpha-Tierchen. Kann man so ein paar Statistiken sehen. Die nur Größe 4. Was ist das hier? Damage, ja. Gut, Activate Leader Perk. Wo ist denn das? Ach so. Ja, komm. Ist es aktiv? Klick on Cave Entrance. Um was zu tun? Junge, du musst mir schon genaue Angaben machen. Ach, hier kriegt man jetzt Water. Was ist mein Ziel? Wir machen erstmal Scavenge, weil ich ein paar Blätter brauche. Du kannst mal hier Ausschau halten. Ja, ich kann hier wieder ein Bett machen, aber das bringt mir halt auch nicht so viel. Weiß ich nicht. Ja, ich brauche Fleisch. Du legst dich mal hin und dann gehen wir gleich mal auf die Jagd. Alles andere, weiß ich nicht. Ergibt keinen Sinn. Ich kann ja kein Fleisch sammeln. Das muss hier gehen. So, Beach. Continue. Okay, wir verstecken uns erstmal. Ja, schöne Stunde vergangen. Nest Drink. Explore. Machen wir das mal. Okay, es wird langsam gefährlich. Hungerwarnung. Ja, ignore. Ich habe kein Fleisch. Click to interact. Um was zu tun. Was ist das denn jetzt? Und was ist das hier? Wir gehen mal dahin. Der wird nicht mehr viele Lebenspunkte haben. Wir attacken. Das sind Riesenameisen! Oh ja, komm. Ich werde ein paar verlieren. Aber es gab 8 Fleisch. Ich hab 3 verloren. 3 sind jetzt tot.
Und hier ist noch ein Kadaver. Gestern wir mal. Hungerwarnung, ignorieren. Ja, wir werden eh sterben, alle. Ich muss wieder zum Nest. Jetzt habe ich 10 Fleisch. Ich habe 2 Dinosaurier verloren. Und die fressen jetzt erstmal hier. Jetzt habe ich nur 2 Fleisch. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Überhaupt nicht. Das kann doch nicht sein. Ich mache erstmal hier weniger Hunger. So. Dann gehen wir nochmal auf die Jagd. Dahin. So, und da exploren wir jetzt. Hungerwarnung. New Day. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Was ist das denn jetzt? Der macht 20 Damage. Der ist doch bestimmt richtig heftig. Wir brüllen ihn erstmal an. Ich werde einfach sterben. Ich werde schon wieder sterben. Ja, Attacke, komm, dann. Wieder gegen die Riesenameisen? Gegen eine. Ich werde auch vergiftet von der, ne? Das ist nicht gut. Ich werde verlieren. Schade, aber wir 5. Ich glaube, der Game Guide sollte ich mir vielleicht mal durchlesen. Aber mache ich nicht jetzt. Ich habe einen kleinen Einblick im Spiel bekommen. Es könnte, glaube ich, ein ganz gutes Spiel werden, wenn man sich da so ein bisschen auseinandersetzen würde. Nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, einfach blind rein. Das ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Und vielleicht werde ich da noch ein paar Runden spielen, um das so ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Für den Preis, für die knapp 5 Euro, kann man eigentlich nicht meckern, finde ich. Und im Vergleich zu den letzten Spielen, die ich hatte, war das schon eins der besten Titel. Auch wenn ich das Spiel noch nicht begriffen habe. So, soll es vor dir gewesen sein. Lasst ein Like da, gerne auch ein Abo. Haut rein, auf Wiedersehen, ciao.